Laut den Statistiken auf europäischer Ebene ist jede fünfte Frau seit dem 15. Lebensjahr von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Eine von sieben ist Opfer von Stalking. In Italien wurden im Jahr 2020 115 Frauen getötet und allein in Südtirol gab es von Januar 2020 bis März 2021 vier Frauenmorde. Das Gesetz Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen und ihren Kindern zielt darauf ab, diese dramatischen Zahlen zu reduzieren. Es wurde im Dezember von Landesrätin Waltraud Deeg in den Landtag eingebracht und vom Plenum mit 27 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Auf der Grundlage der Istanbul-Konvention von 2011 fördert es Prävention, Sensibilisierung, Unterstützung und Schutz, unter anderem durch die Einführung eines Koordinierungstisches zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und durch die Einrichtung eines Solidaritätsfonds für den Rechtsbeistand von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, sowie die Möglichkeit für das Land, sich als Zivilpartei bei Strafverfahren wegen Gewalt an Frauen einzulassen. Dieser Punkt wurde von der Südtiroler Freiheit als einseitig beanstandet. Die Südtiroler Freiheit sprach sich auch gegen schulische Maßnahmen zur Bekämpfung von stereotypen Rollenzuweisungen aus. Sie entschied sich daher für die Enthaltung. Grünes Licht gab es außerdem mit 20 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen für das europäische Gesetz, mit dem Verpflichtungen in der Gesetzgebung des Landes verankert werden, die sich aus der EU-Mitgliedschaft ergeben. Kontrovers diskutiert wurde der Artikel über die Jagd, insbesondere die Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Wildtiere, die die Fraktion der Grünen auf exotische Arten beschränken wollte. Die Sitzung begann wie üblich mit den Informationen der Landesregierung über die Pandemiesituation. Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Wiedmann erläuterten die Einführung des Super Green Passes, der es ermöglicht, dass geimpfte oder genesene Personen nicht denselben Beschränkungen unterliegen wie die anderen. Letztere hätten vorläufig trotzdem noch Zugang zu den Skianlagen. Die Wirksamkeit des Impfens, so hieß es, zeige sich daran, dass die Belegung der Krankenhausbetten trotz der neuen Welle 5-mal niedriger sei als vor einem Jahr. In Bezug auf den auch für Schulkinder obligatorischen Green Pass in öffentlichen Verkehrsmitteln kündigten sie an, dass sie bei der Regierung intervenieren würden, um eine Überprüfung dieser Regelung zu erreichen, da es nicht möglich sei, 13.000 junge Menschen rechtzeitig zu impfen. Von den Anträgen der Opposition wurde der Antrag der Grünen angenommen, das Phänomen des Gaslighting, das heißt den gezielten Versuch, eine andere Person psychisch zu destabilisieren, als psychische Gewalt anzuerkennen. Angenommen wurden auch der von der SVP mit unterzeichnete Antrag der Freiheitlichen an das Parlament, einen verpflichtenden Zivildienst einzuführen und der Antrag von Team K im Bereich der Sozialberufe wohnortnahe Ausbildungen anzubieten. Mehrheitlich angenommen wurde der Antrag der SVP zur Finanzierung von außerordentlichen Instandhaltungsprojekten für das ländliche Straßennetz laut Prioritätskriterien.